Es ist Tag und willkommen zurück zu Raskords Online. Wir sind in einer Nebenquest im Goldo-DLC und damit auch herzlich willkommen wieder zum uninteraktiven Podcast. Wir sprechen jetzt am besten mit Huke, der Anführer der Scharlachroten, beziehungsweise die Quest heißt Verblasst des Scharlachrot. Ich bin echt überrascht, dass noch niemand von den anderen Leuten gestorben ist, oder dass wir irgendwelche Leichen gefunden haben. Jetzt bin ich echt gespannt, was dein Plan eigentlich ist, weil eigentlich haben wir bis jetzt null Hinweise gefunden. Außer, na gut, irgendjemand hat versucht, die Elfe irgendwie reinzulocken, aber na gut. Hallo! Gut, ihr seid zurück. Meine alten Kameraden tauchten kurz vor euch auf. Danke, dass ihr sie hergeführt habt. Wir alle sind zu einer Übereinkunft gelangt. Wenn die Justiz sich nicht um den Mörder der Scharlachroten kümmert, müssen wir diese Aufgabe übernehmen. Das ist übrigens eine, also fällt mir jetzt gerade so mehr oder weniger spontan, das ist eigentlich ein bisschen Überraschung, dass sich die Justiz nicht darum kümmert. Übrigens, die Justiz sollte sich eigentlich nicht darum kümmern, sondern die Exekutive. Also, ich weiß, Gewaltenteilung ist öfter mal ein bisschen fragwürdig und manchmal hat man schon irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie so Hand in Hand geht oder dass irgendwie so Richtervorbehalt jetzt eher nur so ein Wort ist, was nicht wirklich eine Bedeutung hat. Aber trotzdem kümmert sich eigentlich die Exekutive, also die Polizei selbst, oder in diesem Fall die Gendarmerie oder die Stadtwache, wie auch immer du es nennen willst, sollte sich eigentlich erstmal um das Ermitteln kümmern. Die Justiz kümmert sich dann, sobald es darum geht, den rechtlichen Rahmen abzustecken. Jetzt ist das alles in so einer mittelalterlichen Welt, weiß ich nicht, während das Rechtswesen das sich schon entwickelt hat. Auf der anderen Seite, das ist halt schon uralt teilweise. Ne? Also, manche der Kulturen existieren ja schon doch so seit 3, 4 Jahrhunderten. Da müsste man eigentlich damit rechnen, dass die zumindest irgendwann schon durch mal ein bisschen anstrengenderes Gesetzzeug geschrieben hat. Naja, also trotzdem, um mit dem Punkt zurückzukommen, sollte sich die Bullerei trotzdem darum kümmern, weil... Also gehen wir mal davon aus, dass das jetzt für die Justiz jetzt nicht so interessant, weil es halt irgendwelche Verbrecher sind, denn ist halt trotzdem, natürlich wenn du da richtig doll korrupt bist oder die dir null Bock darauf haben, dann könnten sie sich natürlich hinstellen und sagen, naja, das sind ja irgendwie Verbrecher, die sterben und das danach passiert es nicht mehr und das ist ja, geht ja nur denen, das ist ja alles vollkommen okay. Auf der anderen Seite ist es, ich meine, das ist hier keine D&D-Welt, wo es irgendwelche Paladine gibt, die da irgendwie, Paladine sind glaube ich eher selten in der Stadtwache, aber halt irgendwelche Leute, die aus religiösen Gründen in der Stadtwache sind, die es halt irgendwie so, die Recht und Ordnung als ein Konzept sehen, was unabhängig von dem ist, was tatsächlich das individuelle Gesetz des Landes jetzt sagt, sondern die halt wirklich so einer Wache beitreten, weil sie halt den Geist des Gesetzes, also des Law and Orders, ich finde gerade auf Deutsch nicht so richtig ein, wie das Recht und Gesetz. Sie wollen es auf jeden Fall aufrechterhalten, das ganze Ding. Das Konzept als solches. Und das ist denen erstmal relativ egal, was jetzt das individuelle Ding sagt. Das ist Mord ist halt so ein grundlegendes Basic-Gesetz-Ding, das so wichtig ist. Und es ist ja eigentlich komplett unabhängig davon, wer irgendjemand umbringt. Das Problem ist, dass das überhaupt passiert, weil das widerspricht ja so ein bisschen dieser ganzen Nordeutschland. Ich meine, wir reden hier immer von den Kaiserlichen. Die waren eigentlich bis jetzt schon irgendwie sehr in der Fraktion Recht und Gesetz, egal wer es tut. Das ist ein bisschen komisch, dass sie sich halt nicht darum kümmert. Obwohl auf der anderen Seite, naja, gut, die haben auch andere Probleme hier. Ne? Na gut, was ist denn sein Plan? Es gibt ein paar Seelen hier unten, die mir Gefallen schulden. Sie werden die Ohren aufsperren. Falls jemand auch nur ein Wispern über diesen Mörder hört, erfahre ich es. Wispern. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas Arbeit für euch. Es gibt jemand Scharlachrotes, den ihr aufspüren müsst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Folgendes. Ich habe gestern aus Gründen mich mit einer guten Freundin unterhalten und wie kam das Gespräch dazu, dass ich dazu neige, gerne mal so die negativen Aspekte von etwas hervorzuheben und schnell wie Sachen analytisch auseinanderzunehmen und dann auf den Schwächen herumzuhacken, so ihre Worte. Und also das, wir sind immer noch in einer Fantasy-Welt und ich weiß das sehr zu schätzen, dass das ab und zu mal die Leute versuchen, nur ein paar famose Worte zu benutzen und nicht nur so ein Alterssprech. Aber Wispern ist halt, also es ist sehr offensichtlich, dass das irgendwie das englische Wort Whisper ist halt Flüstern und weiß nicht, also in diesem Zusammenhang hätte ein Flüstern halt irgendwie besser funktioniert. Und es gibt jemand Scharlachrotes. Es klingt halt irgendwie auch sehr poetisch. Ne? Also, es ist so ein bisschen wie, der Worte sind genug gewechselt. So von der Dingensbummels. Also, das kann man so einer Poesie so sagen. Aber das richtige Grammatik-Ding sie wäre halt gewesen, es wurden genug Wörter gewechselt. Also bei Wörter halt die Mehrzahl von Worte, von Wort ist, nicht Worte. Obwohl, wahrscheinlich sagt der Duden was anderes. Kleiner Disclaimer, dass der Duden nicht der Sprachwächter der deutschen Sprache ist. Egal. Okay, also es gibt noch mehr Scharlachrote. Ei, Nako, der Gräber des Trupps. Der war schwierig aufzuspüren.
Deshalb konzentrierte ich mich ganz auf ihn, während ihr unterwegs wart und die drei heimgeholt habt. Es war reines Glück, dass ich ihn fand. Ein betrunkener Goldsucher in der Taverne schrie seinen Namen. Es gibt hier Goldsucher? Oh. Also das Problem mit Goldsuchen ist, es gibt ja diese im amerikanischen Urgeschichte gibt es ja diese Klondike-Goldwash-Geschichte, kennt man vielleicht am ehesten von Dagobert Duck, weil, also ich glaube, wo die Donald Duck-Comics angefangen hat, war es, war glaube ich in den 40ern oder so, da war das 1800 irgendwas Klondike-Zeug für jemanden wie Dagobert Duck, der vielleicht irgendwie so 80 oder 90 ist in Kanon, war das nicht so lange her, also da war das noch möglich, dass es in seiner Lebenszeit passiert ist, in seinen jungen Jahren. Für Donald Duck oder Dagobert Duck 1990 eher schwierig. Naja, auf jeden Fall, das ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein kleines Core-Memory-Ding für den Amerikanern. Das ist halt dieser Gold Rush. Und das Ding ist halt, das funktioniert halt nur, wenn du ein frisches Land bereist, in dem die vorherigen Bewohner sich einen Scheiß für Gold interessiert haben. Weil überall woanders sollte man eigentlich kein Gold mehr irgendwo finden, außer vielleicht in ganz tiefen Minen, weil das einfach schon weg ist. Naja, gut. Ja, er schrie in einer Taverne, ja, wahrscheinlich in besagter Taverne, oder? Er buddelt wieder im Dreck, wie in alten Tagen. Er sucht südlich der Stadt nach Gold in einer abgebauten Mine. Offenbar ist Nakun nicht so sicher, ob da wirklich nichts mehr zu holen ist. Er war immer sehr zuversichtlich. Jedenfalls brauchen wir ihn hier. Ah ja, und ich soll ihn überzeugen zu kommen. Naku ist stur wie ein Baumstumpf. Und doch alt? Wenn ihr Messer dazu gebracht habt, seinen Humpen stehen zu lassen, wenn auch nur kurz, und hierher zu kommen, sollte das nicht zu schwer werden. Wir suchen weiter Hinweise auf den Mörder, solange ihr weg seid. Ja, gut. Ich will wissen, wie die Schadroben festgenommen wird. Ich habe da einiges gehört. Ja, aber wie das festgenommen wurde? Naja, die wurden halt erwischt. Ne? Dann kam eins zum anderen. Sie wollten ja niemanden umbringen. Dann ist wahrscheinlich die ganze Bude abgebrannt oder so. Diese spezielle Geschichte erzähle ich nicht gern. Doch ich schätze, ihr verdient es, sie zu erfahren. Es ist nicht so, dass die Leute aus Skingrad sie vergessen würden. Die Scharlachroten waren ein Trupp der Kaiserlichen Legion. Plänkler für die Aufklärung und Sonderaufträge. Ah, irreguläre. Ja, und dann haben sie das Ding halt verlassen. Ei. Als der Langhauskaiser in Einsamkeit besiegt wurde, bestrafte er die Legionäre, die zu überleben gewagt hatten. Wir desertierten, um dem Galgen zu entkommen. So wurden wir Gesetzlose. Es ist übrigens echt ein Wunder, dass die Stadtwache ihn als Deserteur bezeichnet hat, weil, also zwischendurch gab es ja nochmal zwei andere Kaiser, also Waren war auf jeden Fall der letzte. Und dass da keiner auf über eine Amnestie rausgehauen hat, ich meine, das werden ja bestimmt nicht die einzigen gewesen sein, oder die ja gesagt haben, ja, warte mal, das ist ja eigentlich, das war ja eigentlich vollkommen gerechtfertigt. Da sind wir übrigens wieder bei so Militärdingsbums. Also, ich erwähne es ja gelegentlich mal, ich war ja in jugendlichen Tagen, war ich ja bei der Bundeswehr, also so Grundverdienst. Und da war das, am Anfang wurde es so relativ viel betont, dass so Befehle jetzt nicht komplett bindend sind. Das hatte ich schon mal. Das Thema hatte ich schon mal in Deadlands irgendwann mal rausgeholt. Also wo das mit den Langhauskäsern schon mal das Ding war. Auf jeden Fall wurde immer betont, dass man, dass es möglich ist, Befehle zu verweigern. Beziehungsweise erstmal auszuführen, initial, wenn es nicht absolut akut wichtig ist. Aber danach kannst du eine Beschwerde einlegen. Ich meine, wie praktikabel das Ganze dann ist, sei mal dahingestellt. Da könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass es sogar schlechter ist, weil du halt nicht die gute alte Nürnberg-Defense raushauen kannst mit, ja, ich habe nur Befehle befolgt. Weil jetzt sagen sie halt, naja, aber du hättest es ja nicht tun müssen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall war da zumindest, ist so rein theoretisch der Weg da, dass du halt sagen kannst, dass du nicht den Befehlen folgen möchtest. Das geht. Erstmal. So grob. Naja, gut. Da hat sich keiner nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich meine, das ist ja doch ein relativ offensichtliches Unrecht. Eventuell habe ich vielleicht ein bisschen zu hohe Maßstäbe rangesetzt an die Gerechtigkeit im Kaiserreich. Da hat sich einfach keiner drum gekümmert, ne? Weil so, jetzt noch als Satyre zu bezeichnen, ich meine, das ist ein, was war denn die Erwartung, dass die da dumm sterben oder was? Naja, Judy, also, sie hat quasi gestohlen zu überleben. Ja, ich frage mich auch gerade, wie aus einer Legionärstruppe eigentlich fähige Diebe wohnen. Ich meine, es ist ja schon gut, dass sie die Irregulären waren, aber ist das Skillset da das gleiche? Anfangs nicht. Wir kamen in die Westauen mit dem Gedanken, Söldner zu werden. Doch Morikas Befehle machten das schwer. Wir waren hungrig. Und es gab so leichte Beute auf der Goldstraße. Tag ein, Tag aus. Das ernährte uns. Dann wurden wir gierig. Ach, der Klassiker. Wir beschlossen, ein großer Bruch beim besten Winzer der Westauen würde uns reichlich versorgen. Das Kälum-Weingut. Ich spähte den Ort aus, um sicherzustellen, dass niemand da ist. Dann schlichen wir uns hinein.
aber der Herr des Hauses kehrte zu früh heim. Also, wer hat denn diese Story geschrieben? Also, ach man, ey, das, ich will echt nicht so negativ sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein Weingut. Also, so ein Weingut, also Siha Witcher 3, wo das, diese ganze Weingutgeschichte doch ein bisschen relevant ist. Also gerade wenn du das nicht maschinell wegarbeiten kannst und das gerade bei Weinreben ist das, glaube ich, immer noch nicht so ganz möglich. Da ist richtig viel Personal aus so einem Weingut. Also da hast du zu jedem Zeitpunkt, gibt's da wirklich, wirklich, wirklich viele Leute, die sich darum kümmern müssen. Also je nachdem, wie gerade das Wetter ist. Im Winter ist, glaube ich, auf dem Weingut nicht ganz so viel los. Aber da gibt's, glaube ich, trotzdem eine Menge Maintenance und Vorbereitung im Sommer. Also gerade Wein ist halt wirklich in jedem Schritt irgendwie manuelle Arbeit. Da musst du welche Fässer hin und her, die müssen regelmäßig geprüft werden. Da musst du da so Luftfeuchtigkeit. Da ist eine Menge zu tun. Also auf so einem Weingut wird niemand sein. Das ist ja nicht so, dass das komplett verlassen wird. Das ist ja ein Produktionsbetrieb, ne? Das ist ja... Also, das ist ja nicht irgendwie so ein Lustschloss, das würde keiner abschließen, weil du kannst halt nichts einfach so hinstellen und einfach so belassen. Das geht ja nicht. Also gibt es zu jedem Zeitpunkt das aber. Also, die lassen das jetzt gerade so klingen wie so ein Sommerhaus, was sie überfallen haben. Aber, also das klingt so, als hätte jemand eine Heiß-Story für ein Sommerhaus geschrieben oder so. Und die dann versucht, irgendwie in Fantasy umzusetzen, ist das halt ein Weingut geworden. Aber die Geschichte erinnert sich da nicht komplett. Ja, okay, erzähl weiter. Es ging so schnell. Meister Kaelum kam die Treppe herunter, seine Gattin dahinter mit einem kleinen Jungen im Arm. In dem Durcheinander warf jemand einen Kerzenständer um. Binnen eines Wimpernschlags stand der Raum in Flammen. Es war wie ein Tor ins Reich des Vergessens. Ich möchte jetzt kein Victim-Blaming betreiben, aber wenn eine umgeworfene Kerze das verursachen kann, dann hatten die ganz andere Probleme als ein Überfall. Also ich meine, so Brände durch umgefallene Beleuchtungsdingens sind jetzt nicht ganz so selten. Also ich glaube, das große Chicago-Feuer ist zum Beispiel entstanden, weil irgendeine Kuh eine Lampe umgetreten hat, wenn ich mich recht entsinne. Mir fällt übrigens keinerlei deutsche Großbrände ein. Ich habe nur gerade diese Chicago-Geschichte vor Augen, weil ich über die mal gelesen habe mit einem Bild und mir ist gerade das Bild wieder eingefallen. Naja, anyway... Sowas kommt vor, aber das, ja. Okay, also schön, dass ihr es alle rausgeschafft habt und die Winzer und die Kaelums nicht. Ei, ich weiß nicht wie. Doch das ganze Haus fing Feuer. Man sagte in Skingrad, es war wie ein Morgengrauen um Mitternacht. Die Wachen kamen schnell. Wir warteten, wisst ihr? Darauf, dass der Winzer und seine Familie herauslaufen. Doch sie kamen nie. Ja, okay. Okay. Ja, Valinia erzählt mir, was in der Nacht vor dem Brand geschah. Ja, ihr habt nicht ordentlich gescoutet. Hat sie? Ja, nun. Es ist eine peinliche Erinnerung für uns beide. Und einer meiner selbstsüchtigsten Fehler. Wenn ich nur noch einmal nachgesehen hätte, vielleicht würden alle noch leben. Ich hatte es verdient, dafür ins Gefängnis zu gehen. Echt jetzt? Ganz ehrlich, die Story ist halt so schlecht. Also, ich habe ja im Prolog die Texte gelobt und generell, also wie geht, aber diese Nebenquest-Story, Junge. Also, ich habe jetzt leider, das ist sehr ärgerlich, eigentlich keine wirklichen Schritte, um die Story zu verbessern. Aber, Alter, wirklich? Das ist diese Story? Alle versuchen irgendwie gut zu sein, Reue? Also, ich meine, klar, gut, das Spiel ist nur noch ab 12, das dürfen wir nicht, also glaube ich zumindest, so, man schaut mal bloß ab 12 drauf, aber trotzdem, also seid doch mal ein bisschen böse, Leute, also ich meine, ihr habt euch für den Lifestyle entschieden, ich meine, die Reue ist ja, ich meine, er will ja so ein bisschen geläutert drüber kommen, aber trotzdem, vor allen Dingen, oh, er kam die Treppe runter, alles ging so schnell, ja, aber sag mal, was habt ihr hier für eine Obsec, ihr habt ja keinen draußen stehen, der Schmiere steht, oder, was? Nicht jeder mag das Treiben der Städte, aber ich komme aus einer großen Familie. Also erinnert es mich an zu Hause. Ja, bestimmt. Also wirklich, es also, ist jetzt ja, also diese ganze Heiß-Story, also, wir haben dieses Kaelum-Wein gut überfallen. Weißt du, also das hätte man ein bisschen besser aufziehen können. Also ganz ehrlich, dass die da überraschend die Treppe runterkam? Ernsthaft? Die ganze Familie? Und die haben nicht geredet oder so? Also, wat? Ist halt so stumm. Also wirklich, und vor allen Dingen, warum gab's da auf einmal Handgemenge? Wollte da irgendjemand den Helden spielen oder was? Also entweder ist die Story grob unvollständig, oder aber das ist wirklich lazy Storytelling. Also, der kam die Treppe runter und dann war Handgemenge? Was hat er denn gemacht, der Mann mit seiner Frau und dem Kind? Also, haben die denn da irgendwie, was? Ich meine, die hätten ja zu jedem Zeitpunkt einfach wegrennen können. Warum gab's denn da überhaupt Probleme? Oder von mir aus, wenn sie da unbedingt eine Geiselnahme draus machen können, hätten sie auch das machen können. So, ich nehme an, wir finden gleich die Leiche von... Oh, wir sind, Oh nein, eine Nachricht! Oh.
Oh, guck mal, das sieht aus wie Stadtwache. Oh nee, das sind Legionäre, ne? Mit ihren überdimensionalen Kurzschwertern. Aber gut, dass er uns eine Nachricht hinterlassen hat. Nachricht für einen Scharlachroten. Ach nee, warte mal. Das ist aber ein cooler Rucksack eigentlich. Ich weiß, wer ihr seid, Scarlet. Ihr sucht die in dieser ehemaligen Mine nach Reichtum. Ich hatte eine reiche Ader, die schon auf euch wartet. Ihr findet sie in der Brandscheinhöhle, sofern der Kerker euch noch nicht gezähmt hat. Ich sollte vielleicht meine Geräusche erklären. Das war nicht das Geräusch eines herannahenden Orgasmus, weil die Story so gut ist, sondern das Gegenteil. Das fällt mir wirklich schwierig, nicht kritisch zu sein. Ich will das wirklich nicht zu schlecht reden die ganze Zeit. Es ist ja schön, uns werden Geschichten erzählt. Aber ich habe für den Bums hier auch bezahlt, ne? Und da könnte man so ein bisschen Quality Assurance verlangen. Ich meine, dass Microsoft ihr komplettes QA-Team mittlerweile vor mehr als 10 Jahren gefeuert hat, sei mal dahingestellt, man merkt das auch. Aber Scarlet, also niemand scheint sich diese ganzen Lore-Texte mal in Reihenfolge durchzulesen und in Kontext zu setzen. Also Scarlet heißt offensichtlich Scharlachrot, also sie hat auch Scarlet Rot in Elden Ring zum Beispiel. Wo ist denn der eigentlich? Ja. Da ist jetzt noch eine neue, Granda Nemaket. Die reden wir bestimmt irgendwann andermal. Die kenne ich noch gar nicht. Es gibt hier einen so einen Ladebildschirm, da ist so ein... Das ist wie ein Dungeon, ne? Ja gut, da sind das noch gar nicht hier. Es gibt einen einzelnen Ladebildschirm, da sind so die ganzen Charaktere, die so ein bisschen immer wiederkehrend sind. Also Naya, Nayu, Caldwell, nee, wer heißt der denn? Cutwell heißt er. Rasumdar und die ganzen anderen Charaktere, die so immer wieder mal aus der, die man aus der Hauptquest kennt und die auch mal wieder so in den ganzen DLCs immer mal wieder vorkamen. Da sind die alle mit drauf und halt die drei Kanonhelden, also der Bretonen, Dingsbums, die Hochelfen, Magierin und der Nordkrieger sind, glaube ich, die. Die müssten die drei Kanonhelden sein. Genau. Die haben ja auch diese verschiedenen Videos. Ich weiß gar nicht, ob das kurz. Nein. Für die restlichen Addons eigentlich neue Trailer. Ich hab mir noch nicht mal den Goldwool-Trailer angeguckt. Das sollte ich vielleicht mal machen. Vielleicht ist der cool. Sind hier Zweiglinge? Seit wann liegen Zweiglinge in Höhlen? Naja, ich nehme an, wir finden gleich die Falle, weil der gute Naku, der Gräber, bestimmt ein gieriger Sack ist und sich jetzt voll drauf eingelassen hat. Die ganze Geschichte hier. Und deswegen hier gleich maximal in die Falle läuft. Ganz schön pilzig diese Höhle auf jeden Fall. Immerhin stehen die Laternen rum. Ja, auf jeden Fall regt mich das ein bisschen auf, dass die Scarlet... Also Scarlet kann natürlich auch ein Name sein. Ich glaube, es gibt einen... Oder gab einen StarCraft 2 Spieler gleichen Namens. Beziehungsweise Spielerin. So. Okay, weil ich glaube, um da hinzukommen, müsste ich jetzt... Also ich wollte gerade zu dem Skyshard rennen, aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Deswegen mache ich das jetzt nicht, sondern renne einfach hier hin. Oh, da oben. Naku und Markan Kalum. Ey, der Sohnfried hat überlebt. Dann kommen wir jetzt da hoch vor lauter Angst. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt hier rumreiten. Das wäre außerordentlich anstrengend. Boah, echt jetzt? Okay, reicht's vielleicht, wenn ich unten stehe und zusehe, wie er stoppt? Bitte, Naku wusste nicht, dass ihr dort wart. Keiner von uns wusste das. Das entschuldigt nichts. Ich beneide euch fast, Scharlachroter. Heute dürft ihr für eure Fehler büßen. Hat der Brandwunde im Gesicht? Da, die Helferin! Die Scharlachroten verdienen euren Schutz nicht. Überlasst sie ihrem Schicksal. Das ist meine letzte Warnung. Wer ist er denn? Na gut, aber hey, das macht es auf jeden Fall leichter. Ach, Naku war natürlich ein Khajiit. Das erklärt so einiges, warum er glitzernde Dinge mag. Angelaufenes Tranchiermesser. Ein stark angelaufenes Tranchiermesser. Im Griff ist ein kleines Wappen. Wie schön. Judy, dann wartet schon, ne? Dann können wir direkt wieder zurückgehen. Aber ich kann, glaube ich, meinen Skyshard noch. Okay, ich hätte da oben gesehen, wenn ich nicht konnte. Ich hasse übrigens neben Wasserfällen zu reden. Also ihr kennt vielleicht folgende Haushaltssituation. Man steht in der Küche und der Wasserkocher läuft und man versucht sich mit seinen Partner, Eltern, Kinder irgendwas zu unterhalten und man hört einfach nichts. Weil der Wasserkocher halt irgendwie dieses Rauschen halt irgendwie so ein breitfrequenzspektrumartiges Dingens macht. Übrigens, komplett random, die App-Empfehlung des Tages heute für Android ist Spektroid. Das ist eine App, die nichts anderes macht, als das Mikrofon zu benutzen und dann halt das das ein Spektrogramm für den Ton anzeigt. Das ist insofern ganz interessant oder wäre interessant, wenn man, sagen wir mal, irgendwie nicht mehr so... das ist ganz tief. Wenn man nicht mehr ganz der Jüngste ist und deswegen sich nicht ganz sicher ist, ob man gerade einen Tinnitus hat oder ob es tatsächlich gerade irgendwie irgendein hochfrequentes Geräusch zu hören ist.
Aber dann könnte man damit technisch einfach mal nachgucken, ob dem so ist. Ich meine, das Handy-Mikrofon ist jetzt nicht so das beste Gerät, gerade so im hochfrequenten Bereich. Und ich glaube, dass die meisten Mikrofone fangen auch nicht bei 20 kHz an, also da, wo theoretisch das menschliche Gehör anfängt, sondern ein bisschen später. Aber zumindest kann man da grob schon mal gucken, ob es gerade wirklich ein hochfrequentes Ding gibt. Ich hatte neulich tatsächlich den Fall, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Hinfort mit euch, Sivit! Ja, fresst meinen Lifestyle. Bams, bams. Da war ich einkaufen. Vor mir fuhren so Rentner mit, die haben halt diesen typischen Rentner-Trolley dabei gehabt, diesen komische Kiste, die Rentner um sich rumfahren. Und er verübelt hochfrequente Fiepen und ich habe mich dann umgeguckt und da waren keine anderen Leute, die irgendwie jünger aussahen als ich. Und ich dachte mir, okay, fängt es jetzt an? Wartet jetzt mit mir mit meinem Gehör? Und dann bin ich halt rausgegangen, die sind halt auch rausgegangen, also durch die Tür halt im Außenbereich. Das war so ein Einkaufszentrum. Und dann war das immer noch da, das Fiepen aber halt leiser, weil es nicht mehr so wiedergehallt hat. Und dann haben die irgendwie kurz angehalten, dann war aus. Und das war wirklich das Rad von denen, ihren komischen Trolley. Die waren halt selber zu alt, um das zu hören. Und die haben das ja nicht mitbekommen. Da hat die übel das laute Fiepen mit sich rumgeschleppt. Das war richtig nervig. Oh, ich glaube, wenn ich runterfalle, sterbe ich, oder? Mann, ey, hallo. Oh, zum Angriffen zu werden, gleichzeitig ist auch nicht gerade praktisch, weil das ist slow. Guck mal, so eine Wildbrandwespe. Ich habe mich erst darüber unterhalten, dass Wildbrand noch nicht ein näher definiertes Konzept ist. Ich muss mich aber aus der Höhle rausteleportieren, sondern hier rauszurennen war viel. Naja, und dann habe ich die irgendwie verantwortlich, die Renner, und die richtig, jetzt quietscht nicht, hör nix, ne. Habe ich den versucht zu erklären, das ist hochfrequent, dass man das nicht hören kann, so. Und dann wollten die davon echt nichts hören. Dann habe ich das halt irgendwie, das Thema halt irgendwie fallen lassen. Dann habe ich durch Zufall so zwei Tage später irgendwie online irgendein random Thread gelesen, dass es diese App gibt, die halt irgendwie Source-Dings ist. Und das ist halt ganz praktisch, um halt so eine Frequenzsachen nachzuschlagen. Und das ist mir gerade so eingefallen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Achso, weil ich spektral und später Dings gesagt habe. Naja, denn, ja. Und das war das Ding, was mir, was ich hier beim nächsten Mal, wenn sowas auftritt, benutzen kann. Vielleicht, um sicherzustellen, dass ich, keinen Tinnitus habe. So, apropos Tinnitus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mit Dingensbums reden. Immerhin wissen wir jetzt, wer der Täter ist der ganzen Geschichte hier. Es ist anscheinend jemand von der Sarkenium-Familie. Interessant ist aber, dass Naku gesagt hat, ich hätte es nie gemacht, wenn ich wusste, dass du da gehst. Und los geht's! Also the plot thickens. Leider ist der Plot nicht besonders dick am Anfang schon gewesen. Insofern, Und diese ganze Scarlet-Übersetzung ist halt auch irgendwie so ein bisschen unnötig. Also, was? What? Man kann mit seinem Begleiter auf dem gleichen Hirsch sitzen? Das geht? Faszinierend, oder wie? Ich hätte so schnell reisen können, fällt mir gerade so auf. Na, jetzt reiten wir. Naja. Genau. Dann moderieren wir das mal ab, bevor ich mich wieder in welchen Nebenthemen verliere, die sich eh keinen interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Elder Scrolls Online. Ich über schlechte Story meckere. Wie ist das möglich? Wir treten diese Reise jedes Jahr an. Gebt mir einen Augenblick, mich zu orientieren. Das wäre nicht passiert, wenn wir nicht dauernd streiten würden. Das lenkt mich ab. Ja. Das sage ich zu meiner Freundin manchmal auch. Dass sie so unnötig lange an welchen Sachen rummeckert, während ich versuche, das Problem zu lösen. Naja. Ich gebe es nur ungern zu, doch Agmund hat recht. Unsere verfluchte Debatte über das Mulak-Bal-Paradox brachte uns ja überhaupt erst in diese Lage. Oh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen interessiert. Es lautet wie folgt. Mulak Bal ist der dädrische Fürst der Unterwerfung. Er widersetzt sich stets den Wünschen anderer. Wenn nun jeder den Glauben zum Ausdruck brächte, es gäbe ihn, würde er dann zu existieren aufhören, weil sein Wesen von ihm verlangt, dass er sich den Wünschen anderer widersetzt? Vielleicht? Die Frage geht von der Anfangsannahme aus, dass Mulak Bal den metaphysischen Regeln des Universums unterliegt, das wir Aorbis nennen. Wenn das wahr ist, ist er dann wirklich ein Wesen der reinen Unterwerfung in dem Sinne, dass er alles andere unterwirft? Naja, also das Ding ist, ich glaube, die Dedra-Fürsten, das ist eher so ein Roleplay-Ding bei denen. Ich hab bis jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendein Dedra wirklich daran hart gebunden ist. Also, ich meine, klar, die einen lehnen ein bisschen mehr an das eine und die anderen ein bisschen das andere. Und das sind schon irgendwie Charaktere. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass die tatsächlich wie so Feenwesen sind in so anderen Sachen. Also so Fae-Volk, dass die halt irgendwie, also
in verschiedenen Fantasy-Universen ist es so, dass bestimmte Wesen wirklich daran gebunden sind, dass irgendwie so, dass so Dämonen und anderes Höllenzeug, die können halt nicht anders. Also die, selbst wenn sie wollten, oder Leute, die vorher kein Dämonenvolk waren, können trotzdem nicht gegen ihre Natur, also die verwandeln sich dann, das aus irgendwelchen Storygründen, die können dann wirklich nicht gegen ihre Natur widersprechen. Oder in ein Fantasy-Ding, was ich mir gelesen habe, da wird eine Person zu einer Feenprinzessin sogar. Und die meint dann, sie kann nicht physisch Leuten einfach Gefallen tun. Sie kann nicht einfach Geschenke verschenken, weil Feen immer Transaktionen tun. Also sie braucht immer irgendein, zumindest ein Token. Also das ist, wenn der Handel mega schlecht ist. Das ist okay. Aber sie kann keine Sachen schenken. Sie kann nicht Dinge einfach so tun. Also ihre Natur erlaubt das nicht. Und das wird immer schlimmer. Und wie ein anderes Fantasy-Universum ist es so, dass bestimmte Mächte den Geist Stück für Stück formen, dass man vielleicht versuchen kann, gegen die Intention anzukämpfen, aber dass letztendlich man sich Stück für Stück mehr darin verändert und extremer wird. Okay, kann man ihnen helfen? Ich glaube, das könnt ihr. Was denkt ihr über das Paradox? Vielleicht können wir dann unsere Debatte begraben und uns darauf konzentrieren, nach Skingrad zu kommen. Ihr solltet unsere beiden Meinungen dazu hören, bevor ihr euch entscheidet. Oha. Nun, ich weiß jetzt, welchen Weg wir einschlagen müssen. Doch ich bin gespannt, was diese Fremde nun zur Diskussion beitragen will. Ich bin auch gespannt. Das Molag-Bal-Paradox ist ein Klassiker. Ich wollte mich richtig darin verbeißen, weil ich weiß, dass Isaias nicht gerne über Daedra spricht. Doch ich glaube auch, dass man sich damit gut die Zeit vertreiben kann. Naja, das Problem ist, dass Daedra halt ziemlich realistisch sind. Diese Paradox ist es eigentlich gar nicht. Na gut, was denkst du darüber? Ich hatte das Gefühl, Molag-Bals Lebendigkeit impliziere, dass aurische Kräfte nicht wollen, dass er existiert. Und er deshalb beschloss, in trotzigem Widerspruch am Leben zu bleiben. Was wiederum impliziert, dass das Universum uns ganz allgemein Leid wünscht. Was sowohl unterhaltsam als auch traurig wäre. Na, nee. Ziemlich sicher nicht. Sprecht mit Argmund und hört euch seine Argumente an. Ich teile, da anuische und padomaische Kräfte Molag-Bal zur gleichen Zeit sowohl stützen als auch sich ihm widersetzen. Widersetzt und unterwirft er sich zur gleichen Zeit dem Willen anderer. Was wiederum bedeutet, dass Molag-Bal entweder nicht vollkommen dominant oder nicht vollkommen echt ist. Er ist nicht vollkommen echt. Bitte, lasst sie uns hören. Vielleicht können wir dann unsere Pilgerreise abschließen. Auf uns wartet ein bequemes Gasthaus und eine Flasche Wein in Skingrad. Vielleicht steht Molag-Bal für den Widerstand zwischen freien Wind, Schicksal und leidet selbst darunter. Es klingt, als wäre Molag-Bal eigentlich nur ein armseliger Gefangener seines eigenen Wesens. Das Gleiche hat Sotasil auch gesagt. Und Sotasil weiß, dass es so ist, Molag-Bal vielleicht nicht. Ich mach mal erstmal die drei. Daran habe ich keinen Zweifel. Wir alle müssen irgendwann unserem inneren Molag-Bal die Stirn bieten. Das Ringen der Vernunftbegabung. Wir können nicht kontrollieren, was wir ersehnen. Als Mitphilosoph zolle ich euch Beifall. Ja, nun, vielen Dank, dass ihr unsere Gedanken erduldet habt. Wir sollten aufbrechen. Skingrad erwartet uns. Gehen wir jetzt los, Agmund. Mit etwas Glück gibt es noch Süßkringel in der Bäckerei. Reiten wir los! Wenn wir endlich ankommen. Oh, den Acht sei Dank. Also Molag-Bal ist ein Gefangener, wie die meisten anderen Leute auch, aber nicht aus den Gründen, aus denen er denkt. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.